Herzlich willkommen bei Naturgemacht. In einem meiner letzten Videos habe ich euch ja schon mal gezeigt, wie ihr Apfelmus kochen und es haltbar machen könnt. Aber habt ihr es schon mal mit Birnenmus versucht? Das möchte ich euch heute zeigen. Viel Spaß dabei! Wie sollte es auch anders sein, braucht ihr dafür natürlich Birnen, völlig klar. Ich habe hier 2 Kilo Birnen mir besorgt. Das ist eine grüne Variante. Es gibt hier in Deutschland aber auch die gelben Birnen, dann wird das Mus etwas gelber. Mein Birnenmus ist tatsächlich etwas grün geworden, aber super lecker. Und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Ihr halbiert die Birnen, vorher natürlich erstmal waschen, und dann schneidet ihr oben und unten den Strunk ab und in der Mitte das Kerngehäuse raus. Und dann wird das ganz simpel und ganz einfach in grobe Stückchen geschnitten. Wie beim Apfelmus auch, lasse ich hier die Schale dran. So habe ich noch wertvolle Mineralien in meinem Birnenmus mit eingekocht. Da wir uns das Schälen sparen, ist das wirklich eine sehr schnelle Angelegenheit. Es geht sehr schnell, ist ganz, ganz einfach. Ich habe hier nochmal durchgeschaut, ob ich vielleicht ein paar schlechte Stellen mit dabei habe. Die würde ich aussortieren. Aber die Birnen hier, die waren alle noch völlig in Ordnung und ich habe keine Stellen gefunden. Jetzt kochen wir das auf. Hier gebe ich gerade den Saft einer ganzen Zitrone dazu. Und später habe ich noch einen Teelöffel Zimt dazugegeben. Die Geschmäcker kannst du dir selbst raussuchen, womit du es noch abschmecken möchtest. Anis wäre noch eine Möglichkeit oder wie gesagt Zimt. Und dann habe ich hier noch 300 ml Wasser dazugegeben, weil wir das gleich aufkochen werden, damit es unten nicht anbrennt. Jetzt rühre ich das etwas um. Du könntest hier zum Beispiel auch Vanillearoma dazugeben, das habe ich beim Apfelmus gemacht. Das Birnenmus lasse ich pur. Dann kommt der Deckel drauf und die Birnen werden für 15 Minuten gekocht. Nach den 15 Minuten wird das einfach püriert, das Wasser verdampft noch, das bleibt also nicht so flüssig. Und so sieht das Ganze dann aus, lecker püriertes Birnenmus, Birnenpüree. Wenn ihr das noch abschmecken möchtet mit ein bisschen Zucker, könnt ihr das machen. Ich mag das immer alles nicht ganz so süß, deswegen lasse ich den Zucker weg. Die Birnen waren für mich schon süß genug. Jetzt nehmt ihr euch wieder einen Einfülltrichter. Die Gläser sollten vorher wie immer 5 Minuten in Essigwasser ausgekocht sein, damit sie sauber sind. Und jetzt gebt ihr euer Birnenmus, so heiß wie es ist, in die Gläser. Seht ihr wieder, der Rand ist durch den Einfülltrichter richtig sauber geblieben. Das ist wirklich eine Anschaffung, die sich lohnt, wenn man öfters einkochen oder haltbar machen möchte. Ich verlinke euch mal einen Einfülltrichter in 2 Größen unten in der Infobox. Dann verschließt ihr das noch heiße Glas, also so heiß wie möglich wird das verschlossen, damit sich das Vakuum schon mal ziehen kann. Und so sieht euer fertiges Birnenmus dann aus. Dann nehmt ihr euch wieder einen Topf mit warmem Wasser und legt ein Tuch unten auf den Fußboden des Topfes, damit die Gläser nicht aneinander scheppern und klappern. Und dann stellt ihr die Gläser zum Einkochen in den Topf. Wenn ihr einen Einkochautomaten habt, könnt ihr das natürlich auch im Einkochautomaten machen. Ich nehme jetzt hier erstmal den Topf. Dann bringt ihr das Wasser zum Kochen und ab dem Moment, wo das Wasser kocht, lasst ihr euer Einkochgut 60 Minuten im kochenden Wasser stehen. Achtet darauf, dass das Wasser verdampfen wird, also füllt ab und zu mal nach. Und so habt ihr leckeres Birnenmus, mindestens 1 Jahr haltbar, super lecker, auf Vorrat eingeweckt. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.